geht so, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush for the Victorian, zurück bei Let's Play Kirby und das vergessene Land. Bevor wir gegen den Boss von dieser Welt, Gerangel im Center, antreten, wird es Zeit, dass wir eine weitere Schatzstraße, dem Eisschatz, weitermachen. 40 Sekunden? Ob das möglich ist? Gucken wir mal, wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle, schaffe ich das vielleicht. Rostiges Feuer, ein Schlittern auf Eis und los! War ja auch angesagt. Einfach nur... Ach so! So macht man das. Also ich muss mehrmals B drücken, damit ich diesen Wind, diesen Eisdash einsetzen kann. So ist das. So geht das. Ja, mein Fehler. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Wow, nicht runterfallen, bitte. Eisfahren. So. Jetzt hier runterschlittern. Und geschafft. Nicht schlecht. Aber ob das gereicht hat? Nö. Bei weitem nicht. Schade. Aber was soll's. Muss man wirklich extremst geschickt sein. So, 7. Das war doch wohl der letzte, oder? So, es fehlen noch 6 Wordle-Dees. Stecken die, sind die auch irgendwo noch versteckt hier auf der Welt? Oder sind die, befinden sie sich beim Boss? Ich schätze mal, beim Boss werden sie sich befinden. Dann angenommen. Weil verstecken kann ich mir nicht vorstellen, dass sich noch irgendwas tut. Haben wir schon alles erledigt. Gut, dann auf zum Boss, würde ich sagen. Sag mal. Tatsächlich, da... Gibt es noch weitere Wortel, die es zu kriegen? Moment, aber ich sehe nur 5. Wo ist der letzte? Beziehungsweise 2 fehlen sogar noch hier. Sehe ich gerade. Ah, ich vermute... Ja, okay. Sind da alleine schon. 3 plus 4 sind 7. Okay, okay, okay. Weil 3 sind der... Oh, kriegt man ja ohnehin. Gut. Gerangel im Center. Jetzt sehen wir uns das mal an. Bin ich gespannt, wie wir das lösen können. Auf jeden Fall steht uns ein Boss bevor. Wo ist er bloß? Biesel dich. Ihr kleinen Fische könnt mir nix. Gut, dann hier rauf. Jede Menge zu essen. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Gewaltiger Bananenvorrat. Das ist so eine Art Monster-Gorilla. Oh, ich höre schon ein Beben. Ich bin auch eher ein Fan vom Schwert. Jetzt kommt er dann gleich. Oh, shit. Da ist er. Ja. Oh! Lass los! Oh shit. Bizepsbestie Gorillos. Okay, wie stellen wir das am besten an? Einfach so einen Angriff und ausweichen hier? Vielleicht hätte ich doch eine Fernkampfwaffe nehmen sollen.
Okay, das habe ich gemacht. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch... Lass mich raten, ich muss den Kampf auch ohne Schaden bestehen. Das habe ich bislang nicht geschafft hier. Eieiei. Du willst echt wissen. So. So schön aufs Maul hier. Oh, da springt er wieder. Okay, wenn man weiß, wie es geht, dann kann er das auch ohne Schaden hier bestreiten. Nee, kannst du knicken. Oh! Oh oh. Jetzt kommt die nächste Phase. Na, hat das wohl einer übertrieben, was? Ne. Was ist mit deinem Gestampfe? Er hört nicht auf damit. Au, nein, mein Schwert. Das müsste irgendwann passieren. So, jetzt aber. Da geht er down, da geht er down. So, ihr seid frei, ja. Ich würde schon sagen, es sah zuerst aus, als wäre nur ein einziger drin gewesen. Spezialpowerschwert. Aber was war die andere Aufgabe? Ja, hier fehlt leider noch mindestens eine. Ich glaube sogar zwei. Von 2 Minuten? Was ist die andere Aufgabe? Na toll. Ja, den Boss gilt es also nochmal zu wiederholen hier. Hier fehlen noch 2 Waddle Dees. Langsam, langsam. Na gut, gehen wir erstmal zu Waddle die Stadt zurück. Oh, und da haben sie schon eine Zivilisation aufgebaut. Da gibt es gewisse Stellen, die noch mehr Waddle Dees benötigen. Waddle Dees bauen ihre Stadt wieder auf. Rette so viele du kannst, um neue Gebäude und nützliche Ressourcen freizuschalten. Jupp. Oh, das Waddle Dee Kino wurde eröffnet. Sieht der dort noch einmal die schönsten Szenen aus dem Spiel der großen Leinwand an. Und Kapselautomat. Fischer Überraschungsautomat Serie 1 ist ab sofort verfügbar. Dreh den Knauf und halte deine Figur. Viel Spaß beim Sammeln der Serien. Und was ist das hier? Dies Waffenladen wurde eröffnet. Dort kannst du deine Spezialpower noch viel stärker machen. Ah, ich hab's doch gewusst. Ja, und da fahren wir als nächstes hin. Ja, ich weiß, Kleiner, ich weiß. Jetzt sollen wir mehr Stadtbewohner zurückkehren. Kommen wir ein bisschen Leben in das Örtchen. Die anderen Waddle Dees haben mir gesagt, dass sie deine Hilfe wirklich zu schätzen wissen, Kirby. Und auch ich helfe gerne, falls du einen Spieler suchst. Ruf einfach das Passmanöver von sag Bescheid. Ich hoffe, kein weiterer Waddle Dee ist nötig. Ich hoffe, dass es nicht auch noch ein Waddle Dee benötigt, um... Ja, heile ich mich erstmal hier schnell. Die Maxi-Tomate halten eine wieder komplett. Ich hoffe, dass ein... ein Waddle Dee nicht voraussetzt, dass man den zweiten Spieler nutzt. Hoffe man nicht, dass es dazu einen Zwang gibt. Du kannst Spezialpower ausstatten. Angeblich soll der Waddle Dee dort über ein geheimes Wissen verfügen, wie man stärker werden kann. Also los, nicht zu viel rein. Ich glaube, das sollte ich mal tun, weil dann kann ich mich vor dem Boss noch stärken, um versuchen, ihn schneller zu besiegen. Und vielleicht auch mal ohne Schaden.
Willkommen, Wordle, dies Waffenladen. Ich arbeite hier mit allen möglichen Arten von Spezialpower. Eine kleine Leidenschaft von mir. Jeder von dir entdeckte Spezialpower steht anschließend hier in meinem Laden zur Verfügung. Schau dich also ruhig immer öfters vorbei. Oh, bevor ich es vergesse, ich kann dir auch dabei helfen, Spezialpower zu entwickeln und sie viel stärker zu machen. Diese Blaupause enthält einige ganz unglaubliche Techniken. Damit können wir deine Spezialpower entwickeln. Lass es doch gleich mal ausprobieren. Ja, probieren wir es gleich mit dem Schwert. Oder mit dem Bumerang. Naja. Und für das Feuer. Mit dem Bumerang. Um diese Spezialpower einzuwecken, benötigst du Sternmünzen und seltene Steine. Seltene Steine findest du auf Straßen, auf Schätzen, die überall auf der Weltkarte verborgen sind. Augen aufhalten lohnt sich. Oh. Sorry, kleiner Ausstoß. Ich habe schon alles vorbereitet, damit wir gleich loslegen können. Drücke einfach nur A, um deine Spezialpower zu entwickeln. Ja, dann machen wir das mal. Und mal los. Ein paar kräftige Schläge hier. Und fertig. Oh. Schakram-Bumerang. Geschafft. Das hat ja wunderbar geklappt. Die Spezialpower-Bumerang hat sich zu Schakram-Bumerang entwickelt. Falls du noch mehr Blaupausen findest, bring sie ruhig vorbei. Ich helfe dir gern dann dabei, deine Spezialpower noch weiter zu entwickeln. Oha, gleich zwei von denen. Cool. So, aber jetzt noch das Feuer möchte ich noch gerne verbessern. Feuerblaupause. Kann man überspringen, ja. Cool. Oh, damit kann man hier Feuerbälle schießen. Hey, geil. Was ist das? Oh, der Sandsack. Ja, nicht schlecht. Das hat was. Aber ich bleib jetzt erstmal beim Chakram-Bumerang. So. Ein Bumerang, der gleich mit Spezialpower mitten in Luft anhalten und aufladen, hat er zum Werfen einfach B gedrückt. Das belohnt, sobald der Bumerang aufgeladen ist, um einen mächtigen Rückangriff auszuführen. Jop. Können wir bereits. So. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Oh. Ich bin einfach den Weg mit neues Gebiet. Ja, aber alles zu seiner Zeit. Wir müssen noch ein paar weitere Wordle-Dies hier befreien, die hier noch sich befinden. Blaupausen also. Und 500 braucht man gleich. Huh, schon ein bisschen teuer. So, die nächste Welt eröffnet sich, aber da wollen wir noch nicht lang. Wir wollen erstmals noch den Boss zu 100% vervollständigen. Ewig Blauküste. Oh ja, jetzt wird's zu Tropical. Aber alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Der einsame Strand. Warum? Weil es hier nur einen einzigen Strand gibt? So, innerhalb von 2 Minuten besiegen? Kein Ding. So, jetzt aber schnell. Ob die Zeit auch dazu zählt, indem ich zu ihnen hinkommen muss? Wahrscheinlich. Gerade nicht sicher. Ich glaube mal nicht, dass die Zeit dazu zählt. Ja, das Chakram ist da deutlich nützlicher. Ist vor allem auch. Wollte ich ihm auch in die Ferne angreifen. Da kann man sich nicht verstecken, egal was auch kommt. So, lass los! Wadali. Ja.
Nein! Da hat er mich wieder gegriffen. Schätze mal, wenn er das schafft, dann... Ja, fürchte ich, dass ich dann damit... wenn man von vorn anfangen müsste. Alter Schwede. Komm her, du. Ja, da macht er ihn wieder auf Crash Bandicoot. Aber so, genau, das ist ein Fehler. So, ist mal schneller besiegt, aber ob das reicht? Man nicht. Oh, es hat geklappt. Oh, was ist die letzte Aufgabe, die mir noch fehlt? Ja, ist gut. Zeig mir, was noch fehlt. Ohne Schaden zu erleiden, natürlich. Ich hab's ja gewusst. Natürlich, das muss ich also noch schaffen. Gut, einer fehlt noch. Dann nochmal zurück. Aber dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die erste Welt zu 100%. Wir fühlen uns ganz gut. Ich hoffe nur, das zählt auch nicht der Schaden. Das nicht Schaden nehmen, wenn man durch die Gegner hier. Aber ich vermute mal schon. Wir müssen gar nicht erst riskieren. Der Grund, warum er sauer ist, ist, weil wir auch seinen Bananenvorrat gestohlen haben. Ja, schade, dass das Schwert nicht von vornherein aufgewertet werden konnte, aber was soll's. Das finde ich auch cool. Ein Chakram. So. Dann lass mal los, Freundchen. Okay, dann mal los. Oh, das war wieder sau eng hier. Alter! Hab ich eh keinen Schaden genommen? Ich weiß es gerade nicht. Uff. Also wieder mit seinen Felsen hier. Wo schmeiß ich denn die Chakrams hin? Uff. Okay. Nein! Ah, scheiße. Jetzt habe ich das wieder... verkackt und ich kann nicht neu starten. Ich muss da wieder direkt. So ist jetzt noch einmal on cam und wenn das wieder nicht klappt, dann offscreen, bis dass ich es geschafft habe. Aber boah, diese Hand, vor allem diese Handangriffe sind echt gemein. Was? Mein Power-Up wird ja auch noch abgenommen, als ob. Ja, toll. Dann muss ich ihn tatsächlich jetzt mit einer anderen Power-Ups besiegen. Den schwächeren. Ich meine, ich kann es auch mit als normaler Kirby versuchen. So ist es natürlich nicht. Doch gleich mit den Bomben?
Armangriff ist einfach gemein. Gefährlich von ihm. Come on. Oh, Vorsicht. Nein! Oh. Ja. So schön aufpassen. Oh. Das ist echt schwierig. Ich meine, kann ich überhaupt das abblocken? Das ist eine andere Frage. So, die Hälfte haben wir. So, den Felsen ist eigentlich ganz easy abzuwehren. Yo! Ja, du kannst mich nicht erwischen. Solange ich in der Luft bleibe. So, komm schon, Freundchen. Oh ja, richtig schnell weg da. Schön fernbleiben, solange er den Crash-Bandicoot-Wirbel einsetzt. Und jetzt. Bombe frei! Auf die eigene, auf die Bombe drauf stampfen. Sehr schlau, Freundchen. Oh, er setzt immer noch auf die Armangriffe ein. Eieiei. Oh nein. Nochmal. Oh, ich hoffe, ich komme da davon. Passt. Und jetzt. Come on. Volle Kanne. Geschafft. Wow. 100% der erste Boss. Geil! So sehe ich das doch gerne. Ich wünschte, hätte gleich alles geschafft, aber was soll's. Nice! Okay. Ich frag mich, ob sie da noch was verändert hat dazwischen. So, die Welt haben wir zu 100%. Sehr schön. 46 von 46, so sehe ich das doch gern. Schauen wir mal weiter. Ich glaube, da gab es etwas, was viel... Gibt es irgendwas zum Freischalten, was, okay, das nicht. Das auch nicht. Hm. Ich dachte, dass das noch etwas gegeben hat. Was ich noch hätte freischalten können. Mit denen kann man nicht palabern. Kann sie aber angreifen und sie bewusstlos werden lassen. Jetzt sehen können wir einmal einen Knopf drehen und was kriegen wir denn da Feines? Oh ja, haben wir den schon? Den Raubbüffel? Rabbüffel heißt er. Achtung, Rabbüffel im Anmarsch, stürmt er auf dich zu. Siehst du mit schwachen Angriffen alt gegen ihn aus. Nur gut, dass er das nicht so drauf hat. Mit das Geschick kannst du ihn ja vielleicht den Nähe einer Klippe locken. Keine Sorge, sein Sturz übersteht und gucken, wie er bestimmt. Das klingt ja voll brutal hier. Blaue Sternmünze. Also praktisch nur für die Galerie. Oh, die Maxi-Tomate. Wenn du eine
KP mal niedrig sind, dann iss ruhig eine nahrhafte Maxi-Tomate. Damit bist du ruckzuck wieder auf den Beinen. Sind die Tomaten mit Kirby und Co. aus dem Wirbel gefallen oder wuchsen sie bereits vorher in der neuen Welt? Beliebt sind sie auf jeden Fall, sogar beim Bestienrudel. Aha. Gut, lassen wir das mal. Können wir uns gleich mal die Sammlung kurz angucken. Stimmt, es ist ja nach Serien unterteilt. Wir haben gerade mal die erste Serie. Es gibt also noch mehr zu entdecken. Aber da werde ich erstmal gucken, dass ich vorher mal die anderen Sachen für Geld gekauft habe, bevor ich dann versuche, beim Automaten alles aufzukaufen, dafür Geld auszugeben. Na schön, liebe Leutchen. Dann werden wir im nächsten Part nun mit der nächsten Welt durchstarten. Wir haben auf jeden Fall jetzt die erste Welt 100% erfüllt. Und so gefällt mir das. Und ja, im nächsten Part geht's weiter der tropischen Strandwelt. Ja, ich hätte schon eine Runde Lust hier zu schwimmen. Sieht auf jeden Fall schon einladend hier aus. Okay, noch können wir davon nichts finden. Das kommt erst noch. Gut. Also wie gesagt, im nächsten Part geht's dann weiter und wem... Oh, Moment, doch, da ist was. Ist das versteckt? Na, sag schon. Okay, war nur eine Sternmünze. Auch noch? Ja, da gibt's erstmal nur Sternmünzen zu finden, bevor es noch... Schatzstraßen zu finden gibt. Und vielleicht sogar geheime Waddle-Dees? Man weiß es nicht. 47 gibt es hier insgesamt auf jeden Fall, also weniger als vorher, oder? Oder habe ich mich da getäuscht? Ich glaube, daher täusche ich mich gerade. Yep. Ein mehr. Na gut, also wie gesagt, im nächsten Part geht es weiter mit der ewig blauen Küste, mit dem einsamen Strand. Und wenn mir geht, wenn es gefallen wurde, jetzt zu bestätigen, das heißt, Thumbs up und Kommentar nicht vergessen und dann sind sie dabei beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush for the Vegetinen. Bis nächsten Part von Let's Play Kirby und das vergessene Land. Also Wiedersehen und Tschüssigen, Leute. Ja, na.